Hi Leute und herzlich willkommen zu Zack McCracken Between Time and Space, einem Fan-Nachfolger von Zack McCracken and the Alien Mindbender, denn LucasArts hat die Lizenz leider nie benutzt und LucasArts, also der Lizenzinhaber von Zack McCracken, hat dieses Fanprojekt auch quasi geduldet. Also scheinbar haben die auch nichts mehr mit der Lizenz vor, leider. Aber wenigstens kommen wir so dank den Artificial Hair Brothers nochmal in den Genuss eines Zack McCracken-Spiels. Das Spiel ist übrigens kostenlos. Also das kann jeder, wenn er will, einfach selber runterladen. Ja, und ich bin schon gespannt. Ich weiß jetzt nichts über dieses Spiel. Wirklich gar nichts. Aber es macht einen kompetenten Eindruck. Ich habe es kurz mal gestartet. Ist schon ein richtiges Adventure auf jeden Fall. Und wir sehen hier auf dem Startbildschirm halt auch schon echt viele Anspielungen auf dem ersten Teil. Echt viele Easter Eggs, oder? Wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, haben wir hier natürlich den gelben Buntstift in der Brusttasche. Und natürlich die Aliens. Wieder, diesmal in etwas anderer Verkleidung. Und hier ist natürlich Sushi. Sushi lebt. Oder ist es etwa ein anderer Goldfisch? Wer weiß. Oh. Naja, schauen wir uns die Sache einfach mal an oder starten wir rein. Ich habe es leider nicht hingekriegt, das Spiel im Vollbildmodus zu starten. Auf keinem meiner Bildschirme mit keinen der empfohlenen Einstellungen. Ich habe alles versucht im... Ich habe es in der Setting-Settings-File sogar wirklich die Auflösung per Hand eingetippt, aber das hat alles nicht funktioniert. Deswegen machen wir es jetzt so, weil ich denke, dass das funktioniert auch ganz gut, oder? Ein bisschen blauer Rand hat noch niemandem geschadet. So, Start-Game. Der Weltall. Unendliche Weiten. Wir betreten die Cola-Dose. Cola Luca. Ich glaube, das ist ein bisschen zu nah am Original. Ich glaube, so dürfen die das nicht auf den Markt bringen. Das gäbe Schwierigkeiten. Ist Cola Luca auch eine Anspielung an die alten Spiele? Könnte mich jetzt nicht erinnern, ne? Aber ich sehe jetzt quasi in allem eine Anspielung. Oh oh, der Mars, da haben wir schon. Da geht's schon los. Okay, da hinten ist die Maschine. Jetzt noch den richtigen Moment anpassen. Los! Der rasende Reporter. Lauf, die Laufanimation. Sieht so bekloppt aus. Ja.
Was war das? Oh mein Gott! Oh. Mist! Sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Irgendwie müssen sie mir gefolgt sein. Und dabei war ich so vorsichtig. Uh-oh. Verdammt! Jetzt sind sie an Bord gekommen. Wenn sie mich finden, ist das mein Ende. Verehrte Fluggäste, bitte bleiben Sie ruhig. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Kontrolle der Einwanderungsbehörde. Es wird ein blinder Passagier an Bord vermutet. Die Beamten werden nun die Abteile durchsuchen. Bitte seien Sie kooperativ. Mir bleibt nicht viel Zeit. Vielleicht kann ich die Tür verriegeln, indem ich das Scanfeld kurz schließe. Das würde sie für eine Weile aufhalten. Oder ich verlasse das Flugzeug durch die Ladeluke. Aber wie kann ich sie öffnen? Da hinten, in den Kisten, müsste noch etwas Brauchbares zu finden sein. Los, Zack, benutz deine grauen Zellen. Sonst schaffst du doch auch immer alles. Sind wir jetzt hier bei Deadly Premonition oder so? Wenn der hier mit Zack redet. Spielstände F5. Kurz klicken. Schickt die Person zu einem Ort. Lang klicken, mit einem Objekt interagieren, um Objekt direkt zu untersuchen. Hä? Naja, werden wir gleich rausfinden. Oh, hier liegt doch eine intakte Sicherung. Eine intakte Sicherung? Da liegt nur technischer Krempel. Momentan kann ich davon nichts gebrauchen. Ich speichere mal. Weiterspielen. Kann ich mir bitte nochmal... Kann ich mir bitte nochmal das Hilfefenster anzeigen lassen? Das wäre ganz lieb. Was, F8 vielleicht? F7? F9? F10? 11? 12? 6? Ich dachte, da wäre noch irgendein F belegt. Ah, Lea. Ja, das, na, das da ist... Da liegt nur technischer Krempel. Nice. Momentan kann ich davon nichts gebrauchen. Ah ja, guck mal. Benutze Schrank, schau Schrank an, nimm Schrank, öffne Schrank. Das ist schön, ne? Das ist im Vergleich zum ersten, der natürlich ewig alt ist, 20 Jahre älter, ist das schon ein schönes Quality of Life Improvement. Also, öffnen wir den Schrank. Und dort finden wir einen Hebel. Den schaue ich mir mal an. Das sieht aus wie eine Eisenstange. Könnte auch ein Hebel sein. Jetzt muss ich mir hier die beiden Sachen, glaube ich, doch nochmal genau anschauen. Da liegt nur technischer Krempel. Da liegt nur... Bei dem anderen auch? Da liegt nur... Okay, da liegt scheinbar nur technischer Krempel. Ein einfacher Karton... Mit unbekanntem Inhalt. Ein unbekannter Karton mit einfachem Inhalt. Auch. Okay. Das könnte klappen. Was? Mal sehen, was wir da haben. Das sieht mir ganz nach einer Art Allzweckmittel aus. Was? Allzweckmittel? Ach, Vaseline. Okay. Jetzt muss ich mal nochmal ganz kurz, wartet mal, in die Optionen gehen. Weil ich glaube, ich würde vielleicht gern die Musik. Was ist denn das bitte? Warum? Und die Soundeffekte ein bisschen leiser machen, damit die Sprache von ihm noch sehr laut ist, aber das restliche Spiel nicht so. Was haben wir hier? Ziehen und drücken den Karton. Ich mach das mal. Er steht gut dort. Na dann. Weder Musikinstrumente noch Notenblätter werden mir hier helfen. Er bleibt zu. Was? Warum? Das brauche ich nicht. Ich glaube, ich kann damit nichts anfangen. Lame.
So, wo können wir noch interagieren? Die Luke, die Luke, die Luke, die Luke, die Tür. Das da. Das könnte nützlich sein. Ja, weil daraus bauen wir uns einen Fallschirm, der sich gewaschen hat. Keine Chance, sie ist viel zu schwer. Kunstobjekte helfen mir. Kunstobjekte helfen immer. Ich kann es nicht ziehen. Ach was. Es ist nichts mehr zu sehen. Die Gestalten haben das Flugzeug betreten. Hoffentlich habe ich noch genug Zeit, die Maschine zu verlassen. Hoffe ich auch. So, die Sicherung. Jetzt pass mal auf, was können wir denn hier machen? Hier unten. Rede mit Scanfeld. Das ist ein Sicherheitssystem, keine Gegensprechanlage. Hm. Ich denke, die Tür lässt sich nur mit dem passenden Handabdruck öffnen. Den passenden Handabdruck haben wir, glaube ich, nicht. Error. Ich denke, die Tür lässt sich nur mit dem Ja, ich glaube auch. Aber vielleicht können wir hier oben was machen. Hä? Lüftungsschlitz. Ein paar Lüftungsschlitze. Vermutlich damit Dame entweichen kann. Wir haben hier eine LucasArts-Tasse übrigens. Ich hasse kalten Kaffee. Ein Kaffeebecher mit irgendeinem Logo. Hm. Noch nie gesehen. Am Boden klebt ein zähflüssiger Kaffeesatz. Wer den trinkt, muss wohl nie wieder schlafen. Okay, und den flüssigen Kaffeesatz schütten wir jetzt hier in den Lüftungsschlitz. Ja, eigentlich eine gute Idee. Schließlich könnte Flüssigkeit zu einem Kurzschluss führen. Aha. Allerdings habe ich vorhin den letzten Schluck Kaffee ausgetrunken. Ah. Und wo ist deine Thermoskanne? Oder warum nehmen wir nicht eine von den Flüssigkeiten hier? Na gut, okay, dann nehmen wir den Hebel und packen den mal hier hin. Ich habe nur ein bisschen Angst. Warte mal, können wir aber Vaseline? Ich weiß nicht, ob Vaseline überhaupt... Ah, jetzt habe ich die geöffnet. Was haben wir denn hier jetzt für einen da Plan? Da fehlt mir der Durchblick. Okay. Ich sollte mir lieber etwas an... Das habe ich nicht nötig. Das hat er nicht nötig. Ta, das ist es. Okay, die Vaseline könnte das Scharnier schmieren. Habe ich mir nämlich gedacht. Wie geht das? Klebt aber. Habe ich mir aber gedacht, dass das geschmiert werden muss. Aber warum klebt denn Vaseline? Hä? Das sollte eigentlich genau das Gegenteil von Kleben machen. Scheint ist die Sicherung rausgesprungen. Verdammt! Was mache ich nun? Ja, kein Problem. Oh oh. Es konnte kein illegaler Einwanderer ermittelt werden. Die Beamten werden ihre Suche in den Lagerräumen fortsetzen. Verdammt, ich muss mich beeilen! Jetzt wird's aber brenzlig. Deswegen werden wir hier den Sicherungskasten öffnen. Die Sicherung hier einsetzen. Gut, diese Sicherung sollte das Problem beheben. Ha! Endlich, der Weg ist frei. Und jetzt zur Ladeluke gehen. Ich kann nicht einfach rausspringen. Ich brauche unbedingt noch etwas, das meinen Fall bremsen kann. Wenn ich die Enden zusammenknote, könnte ich die Plane vielleicht als Fallschirm benutzen. Jupp, ein astreiner Fallschirm. Na dann. Scheint, als hätte ich es geschafft. Jetzt schnell los, bevor es zu spät ist. Oh oh, sie kommen. So kurz vor unserer Flucht. Was machen wir hier eigentlich? Mich würde mal interessieren, einige Zeit später. Ich dachte schon einige Zeit zuvor. Oh, mein Schädel brummt. Was für ein Traum. Haben mir die Scolaria wieder eine ihrer Traumbotschaften geschickt? Ich habe geträumt, ich war in einem Flugzeug, so, das mitten in der Luft stand. Gehalten von Kräften, die mir ein Rätsel sind. Und dann habe ich irgendwas über den Schädel gezogen bekommen. Genau hier, wo die Boy... Ach so, es war Moment gar kein Traum. Mal.
Wenn da eine Was für ein Beule Doppeltwist. Ist, dann heißt das, dass ich gar nicht geträumt Danke, habe. Danke, Captain Obvious. Leider kann ich mich an nichts mehr erinnern, was davor oder danach passiert ist. Ich weiß nur noch, dass ich einer wirklich wichtigen Sache hinterher war. Und ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Vielleicht also hast los, du... ich muss unbedingt herausfinden, was ich an Bord dieses Flugzeuges zu suchen hatte. Ja. Vielleicht kann mir Annie da weiterhelfen. Die Annie. Vielleicht, Zack, vielleicht. Man sollte es in Betracht ziehen, hast du dir den Schädel auch einfach nur an dem Nachtkästchen gestoßen nachts und hast deswegen geträumt, dass du eine übergezogen kriegst. Ich meine ja nur... Will er einen Schwierigkeitsgrad, indem du mit der Maus Schwierigkeitsgrad? Huh. Yeah, baby, I like it hard. No, please, I'm a wimpy. Wir nehmen den Wimpy-Schwierigkeitsgrad definitiv, weil ich kann mir vorstellen, dass in einem Adventure der Schwierigkeitsgrad einfach nur Zeitdruck oder sowas bedeutet. Und ich habe keinen Bock auf Zeitdruck. In keinem Spiel im ganzen Universum ist Zeitdruck gut. Vielleicht in Rennspielen. Aber auch dann nur im Sinne von, ich will der Allerschnellste sein. Keiner vor mir war. Nicht im Sinne von, hier, wenn du nicht schnell genug zum nächsten Checkpoint kommst, bist du disqualifiziert. Sowas hasse ich auch. Zeitdruck hasse ich immer. Zeitdruck stinkt. Nase bohren. Okay. Moment. Damit ich nicht wieder alles vergesse, werde ich ab sofort ein Tagebuch führen. Ein Tagebuch. Schade, das funktioniert nicht. Liebes Tagebuch. Kann ich das jetzt nicht lesen? Ah, doch, jetzt geht's. Nur noch Bruchstücke meiner ominösen Flugreise sind mir in Erinnerung geblieben. Was war das Ziel dieser Reise? Warum habe ich mich in den Lagerraum geschlichen und dort versteckt? Ich improvisiere manchmal ein bisschen. Und vor allem interessiert mich, was die Caponia damit zu tun haben. Meine Freunde und ich waren uns doch sicher, sie für immer vertrieben zu haben. Ja, wir haben eigentlich doch so ein Schutzschild um die Erde errichtet im letzten Teil, ne? Da bin ich gespannt, wie die das erklären. Haben sie etwa einen Weg gefunden, das Schutzschild außer Kraft zu setzen? Ganz genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Vermutlich haben sie einen neuen Plan. Womöglich ist sogar die Welt wieder in Gefahr. Es hilft nichts. Ich muss herausfinden, was ich an Bord dieses Flugzeugs wollte. Lokelidokeli. Lokelidokeli? Ha, whatever. Was haben wir denn hier? Bücher. Nimm eins mit. Die haben Sammlerwert. Ich lasse sie lieber hier. Na gut, dann verschieb die. Die Geheimtür muss woanders sein. Dann nimm den Teddy wenigstens mit. Ah, Sheriff Lobo. Oder öffne ihn. Ich will ihn nicht aufreißen. Ja, warum auch? Dann nimm ihn. Nein, der bleibt hier. Ich will nicht, dass er dreckig wird. Steckdose. Kann man mal die Steckdose öffnen? Sehe ich aus wie ein Elektriker? Ich meine, ja, theoretisch schon. Wie sind denn Elektriker deiner Meinung nach aus? Sauberer Strom aus Solarenergie. Na dann. Zum Glück habe ich eine Kindersicherung eingebaut. Ist ja quasi Biostrom, der ist dann auch gar nicht schädlich für den Körper. Dann gehen wir halt wieder ins Bett. Warm und weich. Warum bin ich nur aufgestanden? Ja, weiß ich auch nicht. Schneit's draußen? Guck mal, man sieht's nur ganz leicht, aber ich glaube, da fliegen Schneeflocken am Fenster herab. Das Bett steht an einem optimalen Standort. Ja, ich meine, es stimmt schon, ne? Da ist eine Steckdose direkt daneben, da ist eine Lampe direkt drüber. Man hat einen Fernseher hier, Blick auf die Tür. Ist wirklich ein guter Standort für ein Bett. Nicht schlecht, Herr McCracken. Machen wir vielleicht mal hier, nehmen wir... Ah ja, oder wir nehmen die Glühbirne mit. Ja, jetzt ist sie kaputt. Meine Schlafzimmerlampe. Ich habe die kaputte Birne herausgeschraubt. Ach, die war schon kaputt. Eine defekte Glühbirne. Der Wecker ist irgendwie auch stehen geblieben, oder? Es ist ein Radiowecker, keine Gegensprechanlage. Wird das so ein Running Gag? Vor 30 Jahren ist um genau diese Uhrzeit ein Blitz in die Kirchturmuhr eingeschlagen. Ist das ein Zurück in die Zukunft-Gag? Nein, er klingelt jede Stunde und ich weiß nicht, wie man ihn abstellt. Wird das ein Zeitreisespiel?
Ich glaube schon langsam, es wird ein Zeitreisespiel. Ich kann beim besten Willen nichts erkennen. Es ist einfach zu dunkel. Und einfach hineingreifen will ich nicht. Sonst packe ich vielleicht noch in eine Scherbe. Warum hast du Scherben in deinem Nachttisch? Es ist dein Nachttisch. Solltest du nicht so ein bisschen erahnen, was da drin sein könnte? Die unterste Schublade meines Nachttischs. Normalerweise bewahre ich darin Sachen auf, die ich weder kommentieren noch mitnehmen möchte. Okay. Chuck, hast du Durst? Der Chuck. Frauen stehen auf Männer, die mit Pflanzen reden. Und Pflanzen stehen auf Redner, die mit Männern frauen. Sie würde den Klimawechsel nicht vertragen. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Ja, ich auch nicht. Das ist ja das Problem. Wollen wir mal die Tür öffnen? Ein Maniac Mansion Poster war da gerade auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Machen wir mal den Sicherungskasten auf. Ein Schlüssel. Den nehmen wir mit. Tja, wie nennt man das? Beinablage vielleicht? Sehr gemütlich und nur zu empfehlen. Ich glaube, das nennt man Chaise Lounge. Oh, mein Buttermesser. Wie kommt das denn dahin? Tja, Item unter dem Couchkissen, Buttermesser, ne? Das kommt uns doch bekannt vor. Stell dir lieber nur vor, wie es darunter aussieht. Es ist gelb, meine Lieblingsfarbe. Wie der Buntstift. Das neueste Modell von Drano Vision. Wann spielt das Spiel? Na gut, okay. Wenn der erste Teil 88 spielt, ne? Lieber nicht. Die Garantie schließt keine Transportschäden ein. Was ist das? Der Marmeladenglas. Erdbeer-Vanille, aber wahnsinnig klebrig. Offen und klebrig, extrem klebrig. Ich hab's verstanden. Nimm's mit. Das Glas ist gnadenlos am Tisch festgeklebt. Dann nehmen wir jetzt das Buttermesser. Gute Idee. Ein Messer mit Marmelade. Was? Dafür gibt es sicherlich tausende von Einsatzmöglichkeiten. Genau wie bei den Wachslippen, die ich damals im Teleshop gekauft habe. Zum Schmieren, als Fugenfüllmasse, um alle möglichen Dinge zu verkleben, inklusive meiner Hosentasche und vielleicht sogar um Menschen damit zu erschrecken. Mehr fällt mir nicht ein. Du hättest eigentlich das Messer benutzen sollen, um das Glas zu lösen. Aber ich schätze mal, deine Herangehensweise gibt's auch. Soll's auch geben. Gehe zu Notiz. Ich kann nichts mit Notiz machen. Doch. Nimm Notiz. Ich habe schon genug Gerümpel in meiner Tasche. 1138. Eine Notiz mit einer Nummer drauf. Vielleicht hätte ich noch schreiben sollen, zu wem die Nummer gehört. Das wäre gut gewesen. Hey, wo ist denn mein Kugelschreiber? Wo ist mein gelber Buntstift? Ich kann sonst keine Notizen machen. Hab ihn. So. Jetzt lass mich nochmal schauen. Hier. Nehmen wir den alten Zack McCracken Zettel. Da ist noch ein bisschen Platz. Ich mach mal Küchennummer schreibe ich mal auf. 1138. Weil man weiß ja nie. Küchennummer. Können wir den Kühlschrank öffnen? Gähnende Leere. Mist. Dann muss das Frühstück wohl ausfallen. Na egal, ich habe eh keine Zeit. Was haben wir hier? Die gute alte Spüle mit dem bösen Müllschlucker. Was haben wir hier? Mein Wasserhahn. Ein Wasserhahn. Momentan brauche ich ihn nicht.
Das Gegenteil vom Land Squid, vom Landtintenfisch ist der Wasserhahn. Nichts Normaleres als mein Spülschrank. Nicht nötig. Da sind nur Rezeptbücher drin. Der Herd. Da drin kleben noch Reste meiner letzten Peperoni-Pizza. Warum ist deine Peperoni-Pizza offensichtlich explodiert in deinem Herd? Da drin kleben noch... Hier kratzen wir auch mit dem Messer ab. Das leider geht nicht. Das leider geht also nicht. Na da dann. Ist ein Aufkleber, nicht geeignet für Eier und Hamster. Wer würde ein Ei oder einen Hamster in eine Mikrowelle legen? Dass er sich nicht mehr erinnern kann. Damals im Flugzeug. Was haben wir denn hier? Da gibt es nichts zu sehen. Wie, da gibt es nichts zu sehen? Da ist eine Schüssel in der Mikrowelle. Oh, da ist ja eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Danke. Mein lieber Zack, hier spricht deine Mama. Schrei doch nicht so. Ich habe ja schon so lange nichts mehr von dir gehört. Ist denn auch alles in Ordnung, mein Schatz? Bitte melde dich doch mal wieder. Nee. Also wenn ich jetzt meine Mutter anrufe, dauert das Gespräch wieder ein paar Stunden und dann schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig, die Welt zu retten. Das Problem kennen wir alle. Aber kann die vielleicht, wenn du das nächste Mal mit deiner Mutter redest, sag ihr doch, sie soll bitte den Hörer ein bisschen vom Mund weghalten, oder? Das leider geht nicht. Das leider geht nicht. Ach so, da ist noch gar nicht außen, das ist noch innen. Währenddessen. Pyramiden. Hut. Glaubt ihr, ein Archäologiespiel wär cool, wenn man das gut machen würde? Ohne übernatürliche Sachen und so. Einfach nur alte Ruinen erforschen, Hieroglyphen entziffern, in Dreck buddeln. Könnte man vielleicht gut machen. 9! Hey, zack, innerhalb der ersten halben Stunde wird der ganze erste Teil rückgängig gemacht. Vielleicht kann sie mir helfen. Na super. So. Ich hab gesagt, so. Jetzt speichern wir. Das hat das Spiel jetzt davon. Und ich sage jetzt auf Wiederhören. Wir sehen und hören und riechen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Riechen nur für die, die schon die neue Virtual Reality Technologie zu Hause haben, die ich euch nicht empfehlen würde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.